Hallo YouTube und wir kommen zum Netzteil. Wir haben hier ein Be Quiet Pure Power 530er. Ah, klar, 80 plus. Dann gucken wir mal rein. Und wir sehen Kabelbinder. Wuhu. Ein Galtgerätestecker. Und hier kommt der Oschi. Oder auch nicht. So, drin haben wir natürlich noch eine Anleitung. Und einen ganzen Haufen Kabel. Hoffentlich reicht die Länge. Ich habe da einige Berichte gehört, die meinten, naja, hinterm Board verlegen. Dafür könnten die Kabel zu kurz sein. Finden wir es einfach mal raus. So, da haben wir das gute Stück. Hinten ganz normal, große Lüftungsöffnung, Galtgerätestecker und unseren Switch. Das war's, sonst gibt hier nichts weiteres rum. Kabel wie gewohnt. Zweimal PCI Express 6.2, kein Problem. Ja, das war's, klar. Nicht so spektakulär, aber ich dachte, ich mache die Serie auch komplett. Bis zum nächsten Video.